Ah, gefunden. Ja, ich bin da. Sehr gut. 380 waren das. 320. 320, sagt das. Geben. Deine Glückszahl? Meine Glückszahl, das ist die 15. Super, danke schön und lasst es euch schmecken. Ja, danke schön. Gut verstanden. So, alle versorgt. So, dann haben wir noch 7 Glühwein, dann ist weg. Puh. Wieso, wie viel hast du noch in der Tasche? Noch habe ich ja ein paar mehr, aber Mosi hat mir geschrieben, ich soll 10 reservieren. Hey, also ich habe noch 3 in der Tasche. Okay, na dann. Ist ja der schon mal weg. Ansonsten sagen wir einfach, das ist Kaffee mit Schuss. Weiß ja keiner, Placebo-Effekt und so. Ja, nee. So. Hallo? Jetzt scheint es Würstchen zu Kaffee zu geben. Lecker. Ja, dann. Wieso? So. Ich komme gleich wieder. Jojo. Und dann fragst du so. Schmann 1989. Was ist SV-Wartsgeld? SV. Ach, Schwarzgeld? Schwarzgeld kannst du durch Schwarzarbeit kriegen. Ich glaube, das ist aber so eine Crime-Geschichte. Wo hast du das denn gerade gesehen? Nee, das ist so eine Geschichte, wenn du halt irgendwo schwarz arbeitest, dann kannst du auch schwarz Geld kriegen, aber das ist wie im echten Leben, Schwarzgeld. Weil das im Tresor stand. Achso, ja, weil du das da einlagern kannst. Aber ich glaube, die Stimmung so ist ganz gut, ne? Ist nicht schlecht, ja. Hallo. Hallo. Servus. Bank kriegt mal was zum Trinken, oder? Ja. Upsis, Glühwein. Wie viel hattest du noch, Hubi? Ich hab nur 7. Okay. Glühwein ist leider aus, aber Kaffee kann ich anbieten. Nee, also Achso. Ein bisschen was haben wir noch. Nein, Kaffee bitte. Glühwein hätten wir aber auch noch. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt, das ist mein erster Tag. Was jetzt? Also Glühwein und Kaffee hätten kostet beides 80 Dollar. Ja, genau. Servus. Hallo. Servus. Ich hab's nicht so im Angebot. Glühwein und Kaffee. Dann nehme ich 2 Glühwein. Okay. Oder Gem, kannst du dich ja umgehen? Kommen Sie hier eben einmal rüber? Ja. So. Ja, na, ein Pitcher 3-mal. Ja. Drei Glühwein? 2, ja. Gut. So, 3 Glühwein. Jetzt muss ich gerade mal fragen, Ihre Glückszahl bräuchte ich einmal. 40. Auf. Könnte ja Rechnung, oder? Nee, wir nehmen nur Bar. Ja. Die 88. Ah. Die 88. So. Müsste da sein.
Jawohl, danke schön. Und dann bekomme ich einmal 240. In bar? Ja. Ich fühle mich gerade vom Lied verarscht. Dankeschön. Und lassen Sie sich schmecken. Dankeschön. Ich habe so zwei. Wen muss ich geben? Hier, Glückszahl 91. Was Sie interessiert. Okay, das war mega verwirrend, weil der eine viel zu laut geredet hat. Hallo. Nee, alles gut. Ich habe mich vorhin ein bisschen da an den Grill gestellt, das hilft. Was 91, okay. Da drüben gibt es Rostbratwürstchen, soweit ich weiß. Hey, wie viel habt ihr denn gebechert? Ein gerade. Achso, ich wollte schon sagen, das sieht aber mehr aus. Haben wir die gefunden? Ja, alles gut. Okay. Gut, wo ist denn Rossi hin? Ach, da drüben. Eine Besprechung. Ah. Kann dir auch 10 geben. Bekommst du. Weiß noch nicht mit meinen Hörnern, ey. Kam gut. Rubik ist mal kurz auf Seite. Ne? So, also Glühwein hab ich jetzt nicht mehr. Nee, ich hab alle nur 4 Becher. Bitte schön. Amelie, ja? Ich musste noch ein Glühwein ausgeben, weil ich habe deinen Ausversehen getrunken. Oha, ja dann. Jo, Glühwein! Lass dir schmecken. Glühwein! Ja. Nimm nochmal, 5 Stück. Wir haben leider nur noch 4. Ja, dann kriegst du 2. Danke. Wir haben leider nur noch 4 Kaffee hätten noch. Was haben wir? Ich habe nur noch 4 Glühwein, Kaffee hätten wir aber noch. Und den Kaffee will ich nicht. Kaffee. Okay, dann nimmt einmal diesen Kaffee. Okay, dann ich mal Glühwein, Vision. Ja, in Bezug auf das Spiel, wie schon gesagt, das habe ich selber noch nicht so richtig mitgekriegt. 400. Ach Mensch, okay. Bei wem kriegt man hier was zu essen? Hier, Ati. Ah. Da. Ich habe zu danken. So, dann haben wir nur noch Kaffee. Ja. Bei dem. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgegeben. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte summ, summ, summ. Wenn er noch was hat. Viel Gebrumm ums rote Fett herum. La 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 aus einer Glaswäsche. Ja, dann mach mal 3 Kaffee. Das ist aber ein Glühwein. Willst du auch einen? Ja, gerne. $240 in Bar. Alles klar. Jungs, ich brauche 40 Dollar. Das rote fährt sich einfach um. Das ist ein Glücksfall. Hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte summ, summ, summ. Guck mit viel Gebrumm ums rote Pferd. Amelie, hast du das den Olaf mal was gegeben? Ach Mensch, er weiß seine Glückszahl nicht. Also wenn ich dir irgendwas gebe, dann siehst du es bestimmt, oder? Ja. Oh, er gibt mir das. Ich will... Weißt du, ich will ein Glühwein geben und er gibt mir gleich sowas. Naja, wir haben gesagt, wir machen heute anders. Hallo! So, habe ich dir gegeben? Ja. Ja, hast du. Also, den Glühwein, ne? Was darf's denn sein? Wir haben allerdings nur noch Kaffee. Boah, ich wollte Glühwein. Der ist leider schon alle. Aber der Kaffee ist auch sehr, sehr gut. Und hält warm. Dann gib mal bitte 3. 3 Kaffee, sehr gerne doch. Was? Kaffee? Nee, Glühwein ist auf jeden Fall. Wo? Naja, wie viel ist das nicht? Wo gibt's Kaffee? So, ich bräuchte einmal bitte die Glückszahl. Boah, schlag mich jetzt tot. Oh, der Doppelkorn, der haut aber ein bisschen rein. Manni, wie war das denn noch mit tanzen können? Boah, ich kann das nicht. Warte mal kurz. Ansonsten kommen Sie einfach mal ganz kurz mit. Wir gehen mal hier an die Ecke. Boah, ja, der gut.
So, dann geht das bestimmt einfacher. Perfekt. Einmal die drei Kaffee, dann bekomme ich bitte 240 Dollar. Super. Vielen herzlichen Dank und lasst es euch schmecken. 15, okay. Danke. Sehr gerne. Oh, das habe ich auch noch für dich. Kannst du dann gleich nachlegen. Wenn die Level mich abfüllen. Ich bin viel zu nett. Ich bin viel zu nett und viel zu nervös. Das Koma-Opfer, erstes Party-Opfer, alles klar. Was? Was? Ich stoße dich. Uff. Ja, ich stoße deine Hörner an mir. Oh ja. Warte, du auch noch? Buff. Aua. Komm, die Tanzfläche ist da vorne. Und Amelie auch. Die Tanzfläche ist da vorne. Danke. Spontan, wie wir noch liefern könnt. Alles klar, bis gleich. So, dann einmal 800 Dollar, Ross wird ihre 5 Schrauben geholt. Ja, weiß ich. Ist sie noch da? Die müsste noch da sein. Ich sehe jetzt mal drüber hinweg, dass sie einen Kopf im Dienst zum Glühwein geben haben. Danke dir. Wie viel Glühschwein hast du noch? Ich? Gar nicht mehr. Alles gar richtig nicht. Weg. Warte mal, wie viel Kaffee hast du aber schlecht kalkuliert. Ich hab nur noch Kaffee in der Tasche. Naja, 5 müsstest du ja noch haben. Ja, ich hab jetzt 10 Kaffee. Nee, wieso? Nee, 10 für euch wirklich. 5 für dich und 5 für Rossi. Ja, dann fehlen mir noch 5, weil ich hab keine. Ihr habt dir doch 5 gerade gegeben. Nee, hast du, Entschuldigung. Oh, Trottel, Mensch. Ja, natürlich, was denn sonst? Ja, aber wir hatten das kalkuliert. Ja, Bertha. Gabi? Ja? Sag mal, nur so eine persönliche Frage, ja, ne? Also nicht falsch verstehen. Nein. Ne? Also mein Chief. Wie wär's, wenn der du findet sie attraktiv. Bei Wolf noch welche nachbestellst? Wer ist denn ihr Chief? Warten Sie, mein Chief ist wieder irgendwo... Irgendwo ja anders. Ah? Aha. Ja. Ja, der war hat gefragt, ja, ob, Bertha, ob, ob er die Nummer hat. Meine Nummer? Ja. Nee, das läuft alles für Bertha. Da ich Nummern sammel, sehr gerne. Dann geben Sie mir doch mal Ihre Nummer und ich ja werde Ihnen den Chief weitergeben. Der wird sich bestimmt bei Ihnen melden. Ja, soll er gerne machen. Das wäre die 962 aber volle Lotte, ja, minus ja 5100. 5100? Genau. Okay, dann sage ich das nicht schief gleich. Ja, schöne Grüße. Das ist der mit den weißen Haaren auch. Ach, dann habe ich den, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, dann habe ich den, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, dann kann er sich bei Ihnen melden? Ja, sonst hätte ich meine Nummer nicht rausgegeben. Alles klar, danke dir, Gabi. Ja, schöne Grüße. Bis später. Ja, ja, danke, tschüss. 33. Was? 33? Ohne Scheiß, was soll das denn? Oder? Was? Ja. Nee. Komm, ich hab gehört, du hast es jetzt in einem Halbschlaf geschafft, ja, also. Ja, stimmt auch wieder. Jo, ist bezahlt. Mhm. Perfekt, guten Hunger. Danke! Ich stell mich. Ganz ruhig drankommen, kein Thema. Ja, ja. Das geht ab. Und jetzt die Apple flügeln. War nicht viel bei dir? Bratwurst grillen. Dumme Frage, dumme Antwort. Ja, einer muss ja immer arbeiten. Ja, ja, ja.
Von nichts kommt nichts, ne? Ja, okay. Ich will jetzt auch Geld sparen für eine Hütte. Nix. Ja, da kannst du aber noch viele Würstchen verkaufen, ne? Ja, gut, es ist ja deine Rechnung. Aber... Egal! Ah, nee. Passt schon. Krieg schon irgendwie hin. Ja, wird schon. Ja. Gut, ich schau mal ein bisschen rum. Ja, mach mal. Ja? Wenn du Hunger hast, kommst du vorbei. Fandst du dich das so oder wollt Fabian sein Markier probieren? Meine ich ja. Du kannst dich auch hinter den Grill stellen. Nee, ja. nee, das passt schon. Alles gut. Ich muss nur meinen Po gerade ein bisschen aufwärmen. Wow. Was denn? Ist kalt. Nichts, alles gut. Egal. Oh, die Musik ist natürlich auch genial. Aber ich glaube, Bertha hat sich ein wenig verrechnet, was die Getränke angeht. Ja. Wo ist denn der Rest? Cool, da kann ich auch nichts ändern. Nö. Na cool. Schön, dass du sie ansprichst. Wo sammeln die? Ist das was Neues, dass sie denn plötzlich weg ist? Mann, ey. Naja. Ich dachte, das ändert sich jetzt, dass sie mich auch mal einweiht. Aber Bertha ist auch so ein richtiger Partybär, ne? Ja. Dann kann ich ja noch. Definitiv. Genau, ist halt Bertha. Bertha ist halt speziell. Ja, ich habe sie einmal kurz kennengelernt. Bruder! Okay. Was ist? Nicht, was ist, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ja, da kommt. Ob wir diesen Fremdwörter. Ja, haben wir doch gesagt. Aufhören. Dein Argument. Ja. Bei dir hört es sich echt komisch an. Eier. Entweder du kannst richtig aussprechen und gut rüberbringen oder du lässt bitte sein. Wollen wir mal einen Stück laufen? Ja. Ist nicht böse gemeint, aber ja, da kommt es echt komisch rüber. Testen wir es. Ich komme nachher wieder zum Po aufwärmen. Alles klar, kannst du machen. Ich muss ein bisschen laufen. Ich stehe noch. Schön vorsichtig. Ich stehe noch. Schön vorsichtig. Ja, ich laufe entspannt. Ich laufe nur. Ja, ganz entspannt. Upsi. Jawohl, Helene! Jetzt muss ich aber auf Flecke. Was nennen die Clubs dieser Stadt? Lea! Hallo. Ja. Also Musik ist ein bisschen schwierig. 30. Ja, ich habe Oropax drin. Ja. Ah. Warte. Das ist sehr praktisch. Komm, wir 30. Gehen mal da so ein Stück. Ja. Ist du schnell? Ich muss auf Vorrat. Ich meine, diese Flaschen, die ist manchmal warm. Du hast der Badewanne zu. Nee, Badewanne. Hast du was Alkoholfreies bei dir? Ich habe Kaffee dabei. Ja, was Alkoholfreies und kein Kaffee? Also, wenn wir jetzt. Nee, wir haben leider gerade nur noch Kaffee. Wir hatten aber auch nur Glühwein und Kaffee. Wir werden die Badewannen-Gang. Okay, gut. Machen wir. Ja. Ah, das ist ja der Ren hat gelassen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ach, der ist jetzt echt noch Klamotten kaufen gegangen. Was passiert eigentlich da vorne? Die sind am Party machen. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann hier nicht lange bleiben. Ich auch nicht. Ja, es tut mir leid, ich kann nicht lange da bleiben. Alles gut. Hast du trotzdem mal kurz 2 Minuten? Ich muss dich was fragen. Natürlich. Okay. Vielleicht nicht direkt auf der Straße, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Also, erste Frage. Mathis wollte mir das nicht erzählen, aber ich muss Hast du Mathis gefragt, ob ich ihn angelegt habe? Ja. Das hat er nicht verstanden. Warum? Ich habe ihm doch erklärt, das ist wie so ein Stück Kuchen und wenn es angeleckt ist, dann darf man da nicht mehr ran. Ja, weil ich habe ihm die Storys von uns zwei im Pub erzählt. Er hat es nicht verstanden. Ja gut, das wäre ansonsten meine Frage gewesen. Also die erste Frage, weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, das hat er nicht verstanden und mich nicht ernst genommen. Er hat mich ganz verstört gefragt, was das soll und was du damit willst. Nicht? Ich war ein bisschen irritiert. Ja, ich bin halt ein neugieriges Mädchen. Zweite Frage, du kennst doch so viele, ne? Wer ist denn der Chief vom FD? Entweder der Herr Smith oder der Herr Hell. Welcher von denen hat helle Haare? Die eine ist blond und der andere hat so grau. Ja, ich meine so grau-weiße Haare. Ja, und Tattoo im Nacken. Das weiß ich nicht. Hell. Ah, okay.
Warum? Weil Cappuccino Man vorhin auf mich zukam und meinte, ob er meine Nummer haben könnte. Der Chief würde mich attraktiv finden. Ah ja, das ist ja Buddy Hill. Ah, okay. Das ist nett. Hm. Also zumindest so das, was ich mitbekommen habe. Hm. Ja, ich habe meine Nummer einfach mal weitergegeben. Ich sammle ja. Ja, Fabi gibt die mit Sicherheit nicht. Ja, deswegen. Der ist dicke mit Cupcake, deswegen habe ich gedacht, ja, wird damit schon keinen Unfug machen. Ja, alles gut, Fabi ist cool. Hat eine coole Brille. Das macht ihn sehr sympathisch. Und er hat mir Cappuccino gegeben. Ja. So. Ich glaube, ich sollte mal wieder darüber. Geh mal wieder weiter arbeiten. Wobei, die sind alle sehr traurig, weil es keinen Glühwein mehr gibt. Entschuldige bitte. Oh. Möchte einer von euch einen Kaffee? Alter, welchen da? Also wenn du schon mal so nett fragst, ja gerne. Ja, gerne. Na denn, ein Kaffee. Bevor die nämlich auch alle weg sind. Zick. Welchen nehmen wir da? Jackson. $80. Das mit dem Anlegen, ja. Ich bin da nicht so weit. Hallo. Hallo. Lass mich raten, du wärst auch diese Musik. Dann können wir auch immer wieder Clowsticks oder irgend sowas nehmen. Dann wäre ich doch schon lange hier gewesen, oder? Super, danke schön. Bitte schön. Also, ich habe den Pegel noch nicht erreicht, um die Musik zu mögen. Clowstick 3? Ich habe leider nichts mehr, um den Pegel zu erhöhen. Wie? Ja, ich kann nur Kaffee anbieten. Als ob der Glühwein schon leer ist. Ja, ist er. Kein Witz. Bitte schön. Okay, danke. Willst du den nicht? Nein, dann kriege ich nur noch mehr Kaffee. Moin, Lasse. Morgen. Na, fühlst du die Musik? Skandal. Noch nicht mit meinem jetzigen Pegel. Skandal um Rosi. Warte, da kann ich nachhelfen. Ich krieg nämlich erstmal gleich zweiten Glühwein heute. Rosi hat oder recht. Aber Bier verkauft ihr nicht, oder was? Bei uns heute eigentlich nur Glühwein und Kaffee. Ich glaube, Mosi hat den einfach nur Ich muss ein Auto fahren. Ja, und? Ich habe ihn vorbestellt, weil ich wusste, dass er ziemlich schnell ist. Yep, das war auch eine schlaue Entscheidung. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist gerade nochmal einer los, um nochmal neuen Glühwein zu holen. Ja, das liegt wahrscheinlich nur daran, wie langsam MTL arbeitet. Ja. Also ich weiß, dass die normal immer einen Tag Vorlauf brauchen. Ja, ich weiß nur nicht warum. Das sind die größten Idioten des Jahrhunderts, Digga. Wenn ein Kunde mich angerufen hat damals, ne? Und bestellt hat, habe ich gesagt, ja, liefere ich dir sofort. Warum können die das nicht? Ich hab gesagt, ich brauche hier nicht irgendwie einen Teil Lieferzeit, ich brauche im Zweifel auch etwas, wo ich nachbestellen kann, direkt während der Partynacht. Ja, Digga, komm mal, das Ding ist, die haben immer Zugriff auf den Importeur. Der liefert immer per Express, per Pipeline. Direkt. Ja. Aber fertig. Es hilft nichts, ich muss hier weg. Ja, ich. Warum musst du weg? Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich pack die Musik nicht. Ich glaube, ich gehe mir mal ein Würstchen holen. War mir klar, Buddy, dass du das schon hast. Lorraine ist gerade da. Ey, wir könnten doch eigentlich ein Privatparty machen, oder? Nee, ich muss arbeiten. Also, wenn die jetzt noch ostdeutsche Musik auflegt, dann bin ich super happy. Okay, ich gehe mir mein Würstchen holen. Ich hab nichts gesehen. Dalum Rausi!